überlege gerade, was der letzte Film war. Ah, wisst ihr, ich habe gestern der Tag, the day the earth stood still mit Keanu Reeves gesehen, bin aber eingeschlafen dabei. Das weiß ich nicht, ob das zählt. Aber was davor der letzte Film war, den ich wirklich geguckt habe, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Star Trek Beyond. Hm. Welcher ist denn Star Trek Beyond? Welcher ist denn das? Ich schätze mal, die Quests führen mich jetzt eh so ein bisschen durch die ganzen richtigen Orte, oder? Das war der letzte Star Trek-Film. Also der aktuellste? Ich bringe die immer alle durcheinander. Ist das schon der neue? Ist das schon diese Reboot-Geschichte oder wie? Ja, damit kenne ich mich gar nicht aus. Ich muss das mal kurz googeln. Ja, genau, der ist schon dieses Reboot-Universum. Okay, da habe ich keine Ahnung. Das interessiert mich nicht wirklich. Ist der gut? So, hier sind wir jetzt quasi erstmal fertig, oder wie? Da geht es jetzt gerade gar nicht weiter. Ein Strike werfen. Die Alligator-Figur platzieren. Mehr Aufgaben haben wir jetzt momentan gar nicht, oder wie? Und natürlich die Nebenmission. Reis kaufen. Und einen Fetisch. Wir könnten mal versuchen, ob wir jetzt mittlerweile schon einen Fetisch herstellen können. Weil bis wir jetzt hier die Statue platzieren können, das dauert ein bisschen. Müssen wir nochmal kurz auf die Karte gucken. Bisschen Zeit totschlagen. Wir können ja dann eine rauchen, damit die Zeit schneller vergeht. Aber das können wir bis dahin ein bisschen erledigen. Ich will auch mal kurz schauen. Evangelische Kirche, Park. Gibt es nicht einfach irgendwo einen normalen Supermarkt oder so? So richtig noch nicht, oder? Irgendwie. Ich könnte mal schauen, ob ich im Hotel irgendwo Reis kaufen kann. Vielleicht kann ich ja wirklich Reis kaufen. Aber dann gehen wir jetzt erstmal hier hin. Kann ich auch mehrere Markierungen machen? Nee. Na gut, dann los. Aber die Orientierung ist in dem Spiel so viel leichter. Nicht nur, weil die Map viel kleiner ist, sondern auch, weil man sich markiert. Hey Zach, it looks like we were right on the money. Tracing the San Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand. And Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear news about Lisa's murder while sitting in a bar during our vacation in New Orleans. That certainly wouldn't have happened if we had stayed in D.C. They would have given the case to another special agent, or maybe even to the state, and then we never would have found it. In the end, we would have been shut up in that vast, desolate evidence vault along with all the other cases, marked by nothing but a first-degree murder tag. Buried in a soggy grave at the bottom of a sea of data. That would have been its fate. Instead, it traveled from person to person until it finally fell right into our lap. Things always work out that way for us. We've traveled all over the United States trying to track down San Rouge. We can't let this chance pass us by, can we, Zach? We need to find some sort of clue before this southern sun melts it all away. Ist irgendwo was zum Looten. Können wir vielleicht gleich für unseren Fetisch brauchen. Gewöhnlicher Teller. Yes. Keine Ahnung. Mal schauen. Wir schauen gerade auf einem Star Trek Server zusammen alles von... Ah, Star Trek. Ah, heute Abend der Pilot von Star Trek Discovery. Das ist cool. Merlin und ich haben ja auch erst vor kurzem alle Star Trek Serien im Grunde durchgeguckt. Also was heißt letztens? Das waren... War jetzt das letzte mindestens ein Jahr, vielleicht sogar länger, dass wir wirklich von Kirk bis
Janeway, beziehungsweise bis Picard jetzt wieder, alles durchgeguckt haben. Nur die Filme leider nicht, weil die gibt's nirgends, die Filme. Also nicht in irgendwelchen Abo-Modellen. Aber das kommt bald mal. Gerade die Next Generation-Filme, der erste Kontakt und so, die sind schon wichtig, finde ich. Mehala mahmukche. Oh. Verily, much shall serve thee well here. Na Mist, da fehlt uns eine Glasperle. Einen könnten wir fast herstellen. Okay, alte Glasperlen sind wirklich wichtig, um Fetische herzustellen. Ach so, das waren die Ketten. Ich kann aber auch Puppen herstellen. Für Puppen braucht man immer alten Stoff, habe ich gar nicht. Sag mal, kann ich bei dir nicht vielleicht auch Sachen kaufen? Thou hast discovered the very purpose of my emporium, that is. Mehala mahmukche. Oh. Reden. Be at ease. Kann ich wohl einfach noch nichts herstellen, leider. Tja. Schade. Ich bin wirklich ein bisschen müde. Es ist nämlich Nachmittagsschläfchenzeit. Da ich im Sommer, wenn es so warm ist, nachts so unruhig schlafe und wirklich meistens nur ein paar Stunden schlafe, lege ich mich eigentlich am Nachmittag immer noch mal ein, zwei Stunden hin. Das merke ich jetzt. Aber wenn ich das überwunden habe, dann dürfte die Nacht schrecklich werden. Die Hölle. Wird schon hinhauen. So gut, das hat nicht hingehauen. Plan A ist schon mal voll gescheitert. Dann schauen wir mal, ob wir in unserem Hotel irgendwas Sinnvolles kaufen können. Ansonsten heißt es im Grunde vor das Haus von der Bowling-Oma fahren und warten. Zach, you're a coffee person, right? No sugar, only milk. Yes, I'm completely with you on that one. Statt ein bisschen nach altem Stoff und Glasperlen suchen, damit wir endlich einen Fetisch herstellen können. Aber kanntet ihr den Begriff wirklich nicht? So Schutzfetisch und sowas, das kommt doch in ganz vielen Filmen vor immer wieder. Gerade eben, wenn es mit so Voodoo und so Zeug zu tun hat. Echt, jetzt geben die mir hier diese Betäubungswaffe und ich darf auf niemanden und nichts schießen. Das ist so grausam von dem Spiel. Very good, sir. Ich finde es aber sehr schön, wenn die Gegner im Spiel Alligatoren und Hunde sind, dass man eine Betäubungswaffe kriegt und keine Tötungswaffe. Das finde ich gut. Please, come right dafür this way. Haue ich Eichhörnchen im Park kaputt und klaue ihn im Pelz. Das ist im Karma, das gleicht das Karma wieder aus, quasi. So, mal schauen. Nicht tödliche Munition für Mr. Alligator. Pflaster, Bandagen, Kaffee, Kaffee, Cola, Zigaretten. Lollis, Butterkeks, Selbstbräuner. Ich kaufe mal Selbstbräuner und werde den auch benutzen. Weil, kriegt man nicht einen Rabatt, wenn man gebräunt ist? Bei der einen, ich kaufe jetzt ein paar Selbstbräuner, weil warum nicht?
Mint-Kaugummi, ein Schlafsack. Unerbittlich für eine Nacht unter freiem Himmel, wegen des billigen Stoffs nicht besonders widerstandsfähig. Interessant. Fusselroller? Damit lässt sich grober Schmutz problemlos entfernen. Die Kleidung wirkt etwas sauberer. Ah, ich kann meine Anzüge also auch mit dem Fusselroller reinigen, anstatt die immer gleich in die Reinigung zu schicken. Das ist gut. Nö, die einzigen Fetische, die ich kenne, kommen in Filmen mit nackten Menschen vor. Naja, ich kenne die. Ich kannte es schon auch in dem Kontext. Antiparalytikum. Sollte ich sowas mal kaufen, falls ich Krämpfe und Lähmungen krieg? Wahrscheinlich kann man durch Schlangen oder sowas vergiftet werden, keine Ahnung. Antikatermittel? Okay, man kann sich auch betrinken. Und Erkältungsmittel. Ja, das ist... Ich habe das Gefühl, wir stecken noch mitten im Tutorial. Would you mind if I asked you just one question, Concierge? By all means. Please ask me whatever you like, sir. Aber kein Reis. Do you run this entire hotel all on your own? I mean, just the three of you? Yes, that is correct, sir. So you, or the three of you, own the entire place? Oh, heavens no, sir. The chef, the bellboy, and myself are all mere employees of this fine hotel. Kriegt er dann auch drei Gehälter? Ist dann unter Umständen gar nicht so schlecht. So the Clarksons own this place too. Ich kenne den Begriff Fetisch, den habe ich zum ersten Mal im Zeichentrickfilm Kirikou gehört und der kommt aus Afrika. Ah ja. Ich weiß nicht warum, Metatron. Ich habe den ersten Star Trek Film, den neuen von J.J. Abrams gesehen und irgendwie sind mir die einfach nicht sympathisch. Ich weiß nicht genau warum, ich kann es nicht sagen, aber das ist, glaube ich, einfach nichts für mich. Not quite, sir. Den mit Cumberbatch, das ist nicht der erste, oder? Weiß nicht, irgendeinen habe ich dann mal noch halb gesehen, aber das spricht mich einfach echt nicht an. This hotel opened its doors long before the Clarksons came to prominence. Impressive. No wonder this building has such a dignified air to it. Indeed. This is probably the only building in all of Lucari that has managed to retain its original appearance. So, who's the owner? I simply must know the name of the person who had the fortune and sense to come into possession of such a fine building. The owner of this hotel is none other than David Jawara, sir. Zack, that's the fourth David. It all makes sense now. It'd be stranger if only the owner was a completely different person. I sincerely hope I get a chance to meet him during my stay here. If I may, Mr. Morgan, sir, I don't think that's such a good idea. Why not? Unfortunately, our owner has a bit of a personality problem. The three of us here describe him as having a fractured mind. Aha. Okay. Was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt nochmal auf die Karte gucke, obwohl ich schon auf die Karte geguckt habe? Bringt mir das noch irgendwas? You can tell this town was built by a very methodical person. Nee, no, either way, perfect. Yes, I. Okay. Oh, das ist ein Spiegel. Okay. Da hinten ist was. Oh, da ist aber. Oh, ach, das ist mein Hotelzimmer wahrscheinlich. Schätze ich mal. Aber dann ist da hinten wirklich irgendwas. Schauen wir mal. Ja, ich finde auch viele der alten Filme jetzt nicht gut, aber irgendwie mag ich die neuen einfach nur nicht. Ohne, dass ich wirklich das begründen könnte. Ich glaube, ich habe da einfach so eine grundsätzliche Ablehnung dagegen. Dass man die Kirk-Story rebootet. Ich glaube, der Gedanke allein ist für mich schon.
irgendwie abstoßend. Abstoßend. Ah, hier oben kann ich speziell Nahrungsmittel kaufen. Vielleicht kriegen wir doch Reis. The real deal, which ain't too easy to find in a backwoods town like this. Did I hear wrong then? Set me straight, would you, Chef? I thought that Cajun food was the norm in Acadiana. Why would you go out of your way to serve Creole food here? When I was a youngin', I trained myself at a famous restaurant in New Orleans. A famous restaurant? That's incredible. Was it Arnaud's? Antoine's? No, don't tell me I got it. Brennan's, right? None of those, actually. But that place taught me how to really cook. Go on and try something, you'll see. Very intriguing. Gebratene Garnelen. Ich befürchte, hier gibt's nur wieder Essen. Nur wieder ganze Mahlzeiten. Wir sind aber eigentlich sehr satt. Wir brauchen gar nichts. Next time you get a hankering for old-time Creole food, just stop on by. Na gut, ich habe alles versucht. Ich habe keine Ahnung, wie man an Reis kommt. Ich muss die Bowling-Dame leider enttäuschen. Dann werden wir jetzt die Zeit mit Rauchen verbringen. Jetzt fahren wir zum Haus von der alten Frau, warten, bis die heimkommt, stellen das Reptil vor ihre Haustür. Dann schauen wir weiter. Moment mal, mit dem Kerl kann ich. Mit dem habe ich noch. Ach so, doch, natürlich habe ich mit dem geredet. Boss. How can I be of service? Keine Ahnung. Nach einem harten Tag solltest du unbedingt unter die Dusche. Ach so, ja, das haben wir ja schon gehabt. Hey, Boss. Ja, ich wollte überhaupt nicht nochmal mit dir reden. Das war keine Absicht. So. Nix wie raus hier. Jemand hat dir ein Abo geschenkt für einen Streamer, den du noch nie besucht hast. Interessant. Vielleicht eine Werbemaßnahme für besagten Streamer oder so. Weil jetzt guckst du bestimmt mal, wer das ist. Genial. Ladebildschirm. Auf Metacritics habe ich mal geguckt, heute, nee, das Embargo ist schon länger gefallen, das war nämlich gestern schon. Und das Spiel hat teilweise unverschämt schlechte Wertungen bekommen. Das macht mich richtig sauer. Teilweise hat es auch irgendwie 9 von 10 Punkten bekommen. Ich meine, würde ich emotional dem Spiel wahrscheinlich auch... Jack, you're a coffee person, right? Aber no sugar, only milk. So yes, I'm completely with you on that one. Den technischen Part würde ich schon auch, glaube ich, müsste man schon berücksichtigen in der Wertung. Aber teilweise halt auch 20% oder so. Das ist eine Unverschämtheit. One lollipop? 2 lollipops? 3 lollipops? Don't mind me, Zach. This is how I wake myself up. Mal, das testen wir jetzt kurz, wenn wir genug fürs Skateboard stehen. Wenn ich jetzt mal zu einem von den anderen Markierungen fahre, die wir noch nicht entdeckt haben, können wir dann schon irgendwas damit anfangen. Kann ich da dann schon irgendwas machen? Oder ist das hey Zach, it looks like we were right on the money. Tracing the San Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand, and Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear news about Lisa's murder while sitting in a bar during our vacation in New Orleans.
That certainly wouldn't have happened if we had stayed in D.C. They would have given the case to another special agent, or maybe even to the state, and then we never would have found it. In the end, it would have been shut up in that vat. Das sind böse Kampfhunde, wenn ich da hingehe? Die werden mir rot markiert. Nicht, dass die genau wie die Eichhörnchen bösartig sind. Bin mal gespannt. Geh mal hin und versuch die zu streicheln. Die bewegen sich schon so bösartig. Hündchen? Haben die mich noch nicht bemerkt? Oh oh! Ah! Tatsächlich. Puh. Hundefell. Ich betäub die zwar nur, aber ihr Fell kriege ich trotzdem. Naja. Okay, wollte ich nur mal getestet haben, aber eigentlich würde ich jetzt da hinten hin. Ich weiß gar nicht, was das ist. Eine Farm? Weinberg? Oh, das ist eine Wand. Auf jeden Fall. Okay. Hier scheint ein Durchgang zu gehen. Hey, Skateboard Zach. No, nothing. Just felt like saying that. Lollipops. Three lollipops. Don't mind me, Zach. This is how I roll. Gewöhnlicher Stoff. Brauchen wir gewöhnlichen Stoff für die Puppen? Clarkson Sugarcane Plantage. Zuckerplantage, aber ich kann da wirklich noch nicht irgendwie rein oder interagieren. Ich glaube, das Spiel führt mich quasi. Ah, warte mal. Das ist doch die Frau, die in den Shop kam und nach ihrer Puppe gesucht hat mit dem roten Kleid. What do you want, Peckerwood? Was willst du? Ich bin Special Agent Francis York Morgan vom FBI. Ich habe dich gefragt, was du willst, nicht wer du bist. Und überhaupt bin ich beschäftigt, also verpiss dich. Beschäftigt? Darf ich fragen, womit? Es ist weg. Was ist weg? Mein Püppchen. Ich kann mein Püppchen nirgendwo finden. Was war denn das für eine Puppe? Mein niedliches, niedliches Püppchen war das. Wir waren unzertrennlich. Wenn jetzt und jetzt ist es plötzlich weg. Die Kleine war immer bei mir. In guten wie in schlechten Zeiten war sie stets an meiner Seite. Und jetzt ist sie einfach... Was soll ich jetzt bloß... Habe ich das eigentlich richtig verstanden, dass das die Mutter von dem getöteten Mädchen ist? Oder wie? Du bist doch vom FBI. Hilf mir gefälligst suchen. Na los, mach dich auf die Suche. Such mein Püppchen. Was stehst du hier noch rum? Finde mein Püppchen und bring sie mir zurück. Wird's bald. Als Belohnung? Darfst du mit mir machen, was du willst? Na? Du willst mich doch. Mein Püppchen, mein süßes Püppchen. Du hast recht, Zack. Das gleiche habe ich auch gerade gedacht. Dieses Püppchen, von dem sie redet, gut möglich, dass Lee damit gemeint ist. An das habe ich wirklich die ganze Zeit gedacht. Wenn dem so ist, müssen wir nur den Fall vorantreiben. Dann finden wir... Dann findet sie sich sicher wie von alleine. Tja. Aha, aber das ist wirklich eine Nebenmission, die ich hier zufällig gefunden habe. Die ist anscheinend sehr, sehr betrunken. Denke ich. Die schwankt so komisch rum. Weiß nicht, ob das vielleicht auch unabsichtlich ist. Und wer T-Post hier so? Weiß ich nicht. Der seltsamste Statist im Universum. Konnte ich gerade mit dir reden? Ja, tatsächlich. Reden wir mal. Sag mir was. Okay, Patty. I'm going to try asking you that question again. What do you do when you're at home? I watch TV and look up stuff on the internet, I guess. Ain't much else to do when you're out in the middle of nowhere. Really? For some reason, I envisioned you working hard to take care of all the chores around the house. Well, of course I do stuff like that too. But doesn't everyone? Why bother talking about it? Other kids your age don't help out their parents.
They're too busy talking with their friends on the phone or through emails. That's stupid. I don't get why everyone's so obsessed with taking pictures of themselves. Then they send them to their friends just to get approval? Talk about cringeworthy. How do you prefer to boost your self-esteem, then? I don't need to. I have my family. And besides, my daddy's the town sheriff. All I need to be happy is a normal life. That's awfully mature of you. Everyone else is just childish. I'm totally normal. Okay, then. So what do you do after you finish all your chores? You don't turn on CNN and pour yourself some bourbon, do you? CNN? That's kid stuff. What I watch is way more adult than that. War da gerade ein UFO? Habe ich gerade ein UFO abgeschossen? Und das UFO hat ein Eichhörnchen fallen lassen? Komm her, Eichhörnchen. Mit euch habe ich... Eichhörnchen ist weg. Shit. Ich habe mich verdrückt. Aber da war gerade ein UFO, das ein Eichhörnchen gedroppt hat. Naja, das Spiel ist bis jetzt ziemlich cool. Merlin. Bis jetzt musste ich noch kein einziges Mal gegen komische Zombie-Monster kämpfen, was ich eigentlich ganz cool finde. Und ich habe mich schon gefragt, also ich bin ja gespannt, ob da noch irgendwie wirklich eine übernatürliche Komponente auftaucht, weil theoretisch wird ja die übernatürliche Komponente im ersten Teil durch dieses Gas im Boden so ein bisschen erklärt. Das wird ja gar nicht so richtig reinpassen. Ich bin gespannt. Aber ja, auf jeden Fall ist es bis jetzt ziemlich cool. Die Charaktere sind wieder super witzig und verrückt. Und die Dialoge finde ich fast noch besser als im ersten. Witziger. Cooler. Und es ist auch noch nicht abgestürzt. Genau. Es läuft stabil. Also, es läuft halt nur hey Zach, it looks like we were right Frames, on the money. Tracing the San Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand, and Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear new. Kann ich damit irgendwas machen? Oder ist das nur so ein Loch? Und ich habe eine Betäubungspistole, die Mr. Alligator heißt und lila ist und einen Krokodilledergriff hat oder irgendwie sowas Beklopptes. Ist schon ziemlich cool. Er redet mit Bildern, ist das nicht übernatürlich? Naja, so, gut, das think stimmt, aber... Yes, I'm talking about him. Morgen war schon ein bisschen verrückt. Is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the realms of either? Still too early to tell, but it's clear that he'll be the key to uncovering this case's mysteries. That's what my soul tells me. Und ich habe schon Eichhörnchen verprügelt, weil die meine Sachen gestohlen haben. Eichhörnchen sind im Spiel irgendwie Gegner, die dir Items aus den Taschen klauen und damit weglaufen. Of course, weil warum auch nicht? Dann schlagen wir hier jetzt mal ein bisschen Zeit tot. Ah, warte mal kurz. Ich kann hier apropos tot schlagen. Also, ich schlage niemanden tot. Aber ich kann hier was plündern. Gewöhnlicher Teller. Ich habe schon so viel gewöhnliche Teller gefunden und weiß nicht warum. Aber hier müsste irgendwo was sein. Ach so, Briefkasten. Ein altes Seil hat den Briefkasten. Warum auch nicht? Na gut, dann würde ich sagen, lasst mich mal kurz schauen. Platzieren Sie die Alligatorfigur 22.30 Uhr. Okay. Dann schauen wir mal. Die böse Orchkatzel. Nicht Orchkatzel. Die Orchkatzel. Ja, genau. Die Orchkatzel sind diebische Halunken in dem Spiel. Und wenn ich die verprügel, dann droppen die einen Orchkatzelschwarf. Wirklich, glaube ich. Man kann pro Zigarette nur noch irgendwie eine Stunde oder so skippen. Ah, dann hätte ich mir stärkere Zigaretten kaufen sollen wahrscheinlich. Ah, dammit. Aber ich glaube, ich muss das jetzt einfach machen, oder? Ich glaube, es gibt irgendwie gar nichts, was wir sonst machen könnten. Aber wie viele Zigaretten habe ich denn noch? Oh, keine mehr. Oh, dann werde ich mal den Selbstbräuner benutzen. Und zwar gleich mehrere. Ich hau mir alle 5 Selbstbräuner drauf, weil ich sehen will, was dann passiert.
Und sind wir super braun? Nee, wir sehen nicht super braun aus, oder? Sehen wir anders aus? Nee, oder? Vielleicht dauert es ein bisschen, bis der wirkt. Dann muss ich jetzt irgendwo Zigaretten kaufen fahren, schätze ich mal. Oh, I exactly. Looks like we were right on the money. Trace.